Mein Name ist Martin Ossenberg, ich bin Geschäftsführer der Iserlohner Werkstätten und wir begrüßen Sie hier bei uns in der Waldstadt Iserlohn und schicken herzliche Grüße von hier aus nach Hamburg. Die Iserlohner Werkstätten betreiben aktuell 5 Standorte in Iserlohn und den umliegenden Städten. Wir haben ungefähr 1400 Mitarbeitende mit und ohne Handicap. Hallo und schönen guten Tag auch nach Hamburg zur BGW. Mein Name ist Martin Fieler, ich bin Leiter der Einrichtung Reha Westpfalz. Wir sind eine Einrichtung der Behindertenhilfe und betreuen Menschen vom Säuglingsalter bis ins hohe Erwachsenenalter mit Beeinträchtigungen und Behinderungen. Hallo, mein Name ist Anna von Eisenhardt-Rothe und ich schicke herzliche Grüße aus Straubing in Niederbayern nach Hamburg in die schönste Stadt der Welt. Ich arbeite in der Dimetria G GmbH. Wir sind ein Inklusionsunternehmen. Wir haben derzeit 78 Mitarbeiter und wir alle sind sehr bemüht darum, dass es hier jedem so gut geht, dass er dauerhaft für uns tätig bleiben kann. Herzlich willkommen beim Fituswerk in Meppen. Mein Name ist Johannes Münzebrock. Ich bin Kompetenzfeldleiter für den Bereich berufliche Bildung und Teilhabe am Arbeitsleben. Wir machen hier berufliche Bildung und Werkstattarbeit. Wir beschäftigen insgesamt 700 Beschäftigte und machen das mit 115 Mitarbeitern. Guten Tag und ein fränkisches Grüß Gott aus Ansbach im Mittelfranken nach Hamburg. Mein Name ist Dieter Bögelein, ich bin Geschäftsführer der Westmittelfränkischen Lebenshilfenwerkstätten GmbH. Mit 300 Mitarbeitenden beschäftigen wir in Werk- und Förderstätten an 3 Standorten in Ansbach, Feuchtwangen und Bad Windsheim mehr als 900 Menschen mit Behinderung. Herzlich willkommen zurück aus der Pause. Ich hoffe, Sie sind satt geworden. Es gab leckeres Essen bei Ihnen. Ja, nach Cooking habe ich gesagt. Jetzt kommen wir zum Nachgucking, nämlich zur Preisverleihung Gesundheitspreis. Seit 20 Jahren gibt es den BGW Gesundheitspreis und es werden immer inspirierende Beispiele ausgezeichnet. Unternehmen, die sich mit vorbildlichen Aktivitäten und neuen Ideen über die gesetzlichen Anforderungen hinaus für die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz der Beschäftigten einsetzen. Dienst nach Vorschrift kann jeder. Aber es gibt Menschen, die sagen, wir wollen richtig Gas geben, wir wollen für unsere Beschäftigten, für die Mitarbeitenden ein gesundes, ein heiteres und ein glückliches Arbeitsumfeld schaffen. Es geht um neue und inspirierende Beispiele. Karl Popper, der große Philosoph, hat mal gesagt, alles Leben ist Problemlösen. Sie werden jetzt bei der Preisverleihung Menschen kennenlernen, die Probleme lösen, die darin Experten sind. Und der Gesundheitspreis der BGW ist für mich so eine Mischung aus Paralympics und Linux-Betriebssystem. Ja, bei der Paralympics treten Menschen gegeneinander an, die trainieren, aber es kann nur einer gewinnen. Beim Linux-Betriebssystem, da arbeiten ganz viele Menschen an einer gemeinsamen Sache. Jeder lernt voneinander, alle verbessern sich. Und tatsächlich hat der Preis diese Wirkung. Es gibt mittlerweile ein Netzwerk von Unternehmen, die sich beworben haben, die im regelmäßigen Austausch sind, also miteinander und voneinander lernen. Ich bin ehemaliger Paralympionike, habe Tischtennis gespielt und ich weiß, wie sehr man sich anstrengen muss, um eine Medaille zu gewinnen, um einen Preis zu gewinnen. Hier sind heute 5 völlig überarbeitete Menschen, die die Ärmel hochgekrempelt haben, die alles gegeben haben, um als Finalisten heute hier in Hamburg zu sitzen. Und ich stelle Ihnen die 5 Finalisten des BGW Gesundheitspreises 2021 vor. Zu meiner Linken, von den Iserlohner Werkstätten, Frau Claudia Salterberg. Auch ich. Hier mache ich eine Pause, weil wir haben eine Audiodeskription. Sie werden gerade für blinde Menschen beschrieben. Ja, okay. Sie können das natürlich auch selber machen, aber nein, jetzt sind Sie schon beschrieben worden. Sie sind die Bereichsleitung Administration. Genau. Herzlich willkommen hier in Hamburg. Daneben von der Mittelfränkischen Lebenshilfe Werkstätten GmbH. Dieter Bögelein, der Geschäftsführer. Ja,
Herzlich willkommen. Fast richtig. Westmittelfränkische Lebenshilfewerkstätten GmbH. Ich habe nicht Westmittelfränkische Lebenshilfewerkstätten GmbH gesagt. Vielleicht sagen wir nochmal, nein, nicht gemeinsam. Jetzt wissen wir alle, woher Sie kommen. Herzlich willkommen, Herr Bögelein. Dann von Dimitria VDK G GmbH aus Straubing darf ich ganz herzlich begrüßen Anna von Eisenhardt-Rothe. Sie sind Personalreferentin. Alles richtig. Genau. Und Reha Westpfalz aus Landstuhl. Ich freue mich, bei uns zu haben Vanessa Duke, Projektmanagerin. Welches Projekt klären wir später? Herzlich willkommen, Frau Duke. Und schließlich von St. Vituswerk GmbH aus Meppen, Johannes Münzebrock, Kompetenzfeldleiter. So, jetzt sind alle gut vorgestellt. Ich wechsle die Karte und ich komme zu Ihnen, also zu Iserlohn. Genau. Ja, 2017 haben Sie sich bereits beworben. Sie Richtig. Sind nicht ins Finale gekommen. Sie haben inzwischen 1400 Mitarbeitende, davon 1100 Menschen mit Behinderungen, 180 Außenarbeitsplätze. Genau. Und wäre ich Ihr Chef, ich habe mir Ihre Präsentation schon angeguckt, würde ich das Motto wählen, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Jetzt werden wir Ihre Iserlohner Werkstätten im Film vorgestellt bekommen. Das Besondere bei uns ist, strategisch betrachtet wollen wir die Unterschiede zwischen Menschen mit Handicap und ohne Handicap halt möglichst gering halten. Und wir versuchen zunehmend inklusiver zu denken. Und das betrifft insbesondere auch das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Unsere Mitarbeiter sind für uns die entscheidende Basis für eine gute und vor allem auch gesunde Dienstleistungsqualität. Ich komme gerne hier hin, wie man auch sieht, die anderen, weil ich finde die Arbeit echt klasse hier, auch die Förderung. Richtig stolz sind wir auf unsere Mitarbeitenden und dass wir tatsächlich das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement von Anfang an mit allen Mitarbeitenden aufgebaut haben. Wir werden den Gesundheitspreis gewinnen, weil wir den Preis allen unseren Mitarbeitenden widmen werden, egal ob sie ein Handicap haben oder nicht. Frau Salterberg, richtig stolz sind wir auf unsere Mitarbeiter, haben wir im Film gehört. Jetzt ist Stolz natürlich eine Todsünde, wie wir beide wissen. Ich würde Sie gerne fragen, gibt es drei Dinge, auf die Sie völlig zu Recht stolz sind? Wir sind stolz, hier zu sein, natürlich, weil das einfach der Beweis ist, dass wir mit unserem BGM auf dem richtigen Weg sind. Und ich glaube, das dürfen wir halt auch sein. Wir sind stolz auf unsere Mitarbeitenden und die Vielfalt, die wir in den 1400 Menschen haben. Wir sagen eben auch bewusst, eigentlich machen wir den Unterschied gar nicht mehr mit oder ohne Behinderung, weil das macht uns aus, dass wir eben auf Augenhöhe sind. Und damit sind wir dann auch stolz und auch das glauben wir, dürfen uns trauen zu sagen, dass wir damit eigentlich ein modernes, innovatives Unternehmen sind, das Teilhabe am Arbeitsleben einfach auch nochmal aufs nächste Level heben möchte. Ich weiß, dass Sie das betriebliche Gesundheitsmanagement gar nicht sozusagen in einer Hand haben, sondern ein Team. Richtig. Wie kommt man an solches Team? Wie bildet man das? Mit viel Geduld. Das ist uns nicht zugeflogen, sondern am Anfang waren wir zu zweit, dann drei. Mittlerweile sind wir halt ein großes Team, über alle Standorte verteilt, über die verschiedenen Ebenen, mit Werkstattrat, mit Mitarbeitervertretung. Ist aber ein Prozess, der musste wachsen. Wunderbar, vielen Dank. Ich komme zu den westmittelfränkischen Lebenshilfewerkstätten aus Ansbach. 900 Menschen. Es geht um Teilhabe am Arbeitsleben. Und seit 2017 gibt es das Projekt Gesundheitsförderung durch Reduktion von psychischen Belastungen. Ich freue mich, Dieter Bögelein hier zu haben. Und bevor wir kurz miteinander reden, sehen wir Ihren Film. Okay. Vor
vom BGW Gesundheitspreis erfahren haben wir während der Durchführung eines Betriebsparameters, das wir gemeinsam mit der BGW durchgeführt haben und das uns dabei unterstützt, Quellen der beruflichen Belastung zu erkennen und zu beheben. Unsere Mitarbeitenden sind für uns das wichtigste Kapital überhaupt. Nur mit gesunden und motivierten Mitarbeitenden ist es uns möglich, unseren Auftrag, Menschen mit Behinderung die Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen, zu erfüllen. Das Besondere hier zu arbeiten ist für mich das Miteinander, das Füreinander, dass jeder mitgenommen wird, keiner auf der Strecke bleibt, keiner verloren geht. Wenn wir den Preis gewinnen, dann machen wir zunächst einen Luftsprung. Und wir werden weitere Angebote zur Entlastung bei psychischen Belastungen in Angriff nehmen. Wir möchten aktiv gestalten, statt passiv zu reagieren, getreu unserem Motto arbeiten und gestalten. Herr Bögelein, in ein paar wenigen Wochen ist die Bundeskanzlerinnenwahl. Egal wer gewinnt, ich gehe davon aus, so Mitte Oktober bekommen Sie einen Anruf aus dem Bundeskanzleramt und die oder derjenige wird sagen, wir möchten uns einen Standort bei Ihnen angucken. Welchen präsentieren Sie und warum? Okay, das ist natürlich die Frage, wer gewinnt. Ich muss jetzt überlegen, weil meine Gesellschafter sind Politiker, dass ich jetzt nichts Falsches sage. Die schauen wahrscheinlich auch zu. Also wenn der Herr Scholz gewinnen würde, würden wir ihn nach Ansbach einladen. Ansbach ist auch unser Zentrale, Thema Finanzen. Er ist ja Finanzminister gewesen, oder ist es noch? Würde ganz gut passen. Und als praktischen Arbeitseinsatz hätten wir vielleicht in der Kfz-Werkstatt was für ihn zu tun. Wenn der Herr Laschet gewinnen würde, wäre Bad Windsheim eine gute Option. Wir würden ihm zeigen, was für tolle inklusive Arbeitsplätze wir haben und oder Möglichkeiten. Und er könnte auch bei einer Firma vor Ort, wo wir mit einer Außengruppe sind, auch mal eine Stunde mitarbeiten, um mal zu sehen, was Menschen mit Behinderungen Tolles leisten können. Und wenn die Frau Baerbock gewinnen würde, muss man mal aufpassen, dann nach Feuchtwangen. Feuchtwangen, für uns ist auch wichtig, dass wir auch was tun als Einrichtung für den Klimaschutz. Wir machen da einiges. Da könnte sie sich vor Ort überzeugen und vielleicht eine Stunde in der Gartenbaugruppe mal sehen, was da alles zu tun ist. Ich finde das schön, dass Sie für alle Parteien und alle Kandidaten wirklich ein passendes Angebot haben. Das spricht für Sie. Bitte um ganz kurze Antwort. So generell, das ist ein Gesundheitspreis. Was brauchen Menschen bei starker Belastung, um gesund zu bleiben, wenn sie arbeiten? Gibt es eine Zusammenfassung von Ihnen? Einen Satz? Also ich denke, man muss sich bei der Arbeit mit dem, was man tut, wohlfühlen. Es muss, wie es im Film auch gesagt wurde, ein gutes Miteinander sein. Und dann ist, denke ich, in der Belegschaft eine hohe Motivation da für alle Beteiligten. Wunderbar. Vielen Dank. Ich komme zur Demetria VDK GmbH aus Straubing. 1998 gegründet als Inklusionsunternehmen. Sie sind, ich sag mal in Anführungsstrichen, relativ klein, 80 Mitarbeitende, davon 40% Menschen mit Behinderungen. Und Sie haben eine unglaubliche Bandbreite vom Zuverdienstprojekt bis hin zum voll sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz. Und was Sie genau machen, das sehen wir uns auch in einem Film an. Wir haben uns beworben, weil wir auf Arbeitstreffen und Bundestreffen, wo wir uns mit anderen Unternehmen austauschen, den Eindruck gewonnen haben, dass wir uns überhaupt nicht zu verstecken brauchen. Das Besondere an unserem Haus ist, dass psychische Erkrankung bei uns kein Stigma ist. Dass unsere Mitarbeiter alle die Chance haben, sich nach ihren Potenzialen und ihren Stärken weiterzuentwickeln. Und unser Umgang miteinander stets auf Augenhöhe ist und wir Wert auf flache Hierarchien legen. Unsere Mitarbeiter sind für uns das Herz unseres Unternehmens. Alle unsere Bemühungen kreisen um sie, um Arbeitsbedingungen zu schaffen, in denen sie dauerhaft tätig bleiben können. Wir halten den BGW Gesundheitspreis für eine ganz tolle Sache, weil wir schon sehr viel Gutes tun und endlich mal ungeniert darüber reden dürfen.
weil wir sehr viel Gutes tun und darüber reden können. Tatsächlich, Sie machen viel Gutes. Wie kommt man eigentlich auf innovative Ideen? Und wer? Also wie haben Sie diese Kultur, dass die Menschen Ihnen ihre Ideen mitteilen? Wie geschieht das? Wir sind ein sehr buntes Unternehmen. Das heißt, viele Interessenbedürfnisse sind bei den Mitarbeitenden einfach vorhanden. Und durch diese flachen Hierarchien wissen die, dass sie mit ihren Bedürfnissen sich an ihre Geschäftsfeldleitungen wenden dürfen und auch direkt an die Geschäftsführung, die ein großes Interesse daran hat, an Gesundheit in dem umfassendsten Sinne. Und weil wir bunt sind, kommen viele bunte Ideen. Und das ist ja auch ein Prozess, der entstanden ist durch viele Jahre, die das Gesundheitsmanagement sich so aufgebaut hat, wie es heute ist. Das macht man ja nicht in 2 Jahren. Und manches wird verworfen, manches wird weiterentwickelt. Ja, und da stehen wir heute. Perfekt. Jetzt sind Sie ein Inklusionsunternehmen. Und da stelle ich mir natürlich die Frage, wenn Corona jetzt noch weitergeht und ich als Moderator arbeitslos wäre, hätte ich eine Chance auf einen Arbeitsplatz bei Ihnen? Und was wäre das für einer? Das ist ja klar. Sie wären bei uns der Mann für die Öffentlichkeitsarbeit. Ah. Aber ich hoffe, ich befürchte, wir könnten uns sie nicht leisten. Ach. Okay, ich werde da überlegen und wir werden in Verhandlungen eintreten. Melden Sie sich. Vielen Dank. Genau. Gerne. Wir kommen zur Reha Westpfalz aus Landstuhl. Ein großes Zentrum. Und von der Frühförderung über die Kita, über die Förderschule, über Wohnen, Tagesförderstätte wird eigentlich alles abgedeckt, was der Mensch so im Laufe des Lebens an Stationen hat. 2017 haben Sie sich beworben, nicht ins Finale gekommen, nicht frustrieren lassen. Heute sind Sie anwesend, Frau Vanessa Ducke, Projektmanagerin. Und wer sozusagen Reha Westphal ist, gucken wir uns auch in einem Film an. Die Anforderungen an die Mitarbeiterschaft sind hoch. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir sehr motivierte Mitarbeiter haben, die über sehr hohe Kompetenzen verfügen. Und diese Kompetenzen gilt es zu erhalten, sodass die Mitarbeiter ihren Job gern machen, aber auch gesund machen. Unser Haus zeichnet sich aus durch eine sehr hohe Fachkraftquote. Wir bilden uns ein, dass wir mit höchster Qualität und sehr modernen Konzepten Menschen mit Behinderungen betreuen. Wir sind uns hier unserer sehr hohen Verantwortung bewusst. Wir bilden uns nicht ein, den Stein des Weisen erfunden zu haben, aber wir glauben, dass wir auf einem guten Weg sind. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig für uns, uns mit anderen vergleichen zu können. Das ermöglicht der BGW Gesundheitspreis. Frau Ducke, Sie bilden sich nicht ein, den Stein des Weisen gefunden zu haben. Aber vermutlich gibt es ein Geheimrezept, was Sie besonders macht. Würden Sie es mir verraten? Ja, wir haben zwar nicht den Stein des Weisen erfunden oder gefunden, aber wir haben unser Motto gefunden im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Das ist bei uns mit jedem Schritt gemeinsam fit. Wir versuchen uns an der Basis, also wirklich an den Mitarbeitern, den Menschen und deren Bedarf zu orientieren, auf die Tätigkeiten unsere Maßnahmen auszurichten und auch präventiv auszurichten. Und wir gehen mit den Mitarbeitern, also mit allen Hierarchieebenen, den Weg gemeinsam bis zum Ziel. Und ich glaube, das ist so unser Erfolgsrezept vom betrieblichen Gesundheitsmanagement. Mhm. Ich habe es gerade schon gesagt, Sie sind schon mal in die Bewerbung gegangen und nicht ins Finale gekommen. Was hat Sie motiviert zu sagen, aber diesmal werden wir das schaffen? Ja, genau, wahrscheinlich auch, was unser Erfolgsrezept ist. Also der Weg ist das Ziel und man soll nicht aufgeben. Man hat immer Möglichkeiten, sich zu verbessern und an Herausforderungen wächst man. Wunderbar, schön, dass Sie diese Überzeugung haben und immer besser werden. Vielen Dank. Ich komme zu dem 5. Finalisten, zum St. Vitus Werk in Meppen. 7 Kompetenzfelder, kindliche Entwicklung, Familie, Angehörige, ich nenne nur Stichworte, Schule, Beruf, Arbeit, Wohnen, Freizeit, Therapie und Prävention. Und vermutlich gibt es noch ein paar Stichworte, die ich noch dazufügen könnte. Auch ein Kandidat, der sozusagen schon einmal nicht ins Finale und sich mit einem erneuten Anlauf heute ins Finale gebracht hat. Ich freue mich, Johannes Münzebrock bei mir begrüßen zu dürfen, Kompetenzfeldleiter.
Was das ist, werden wir noch erfahren. Und jetzt kommt Ihr Film. Das Besondere an unserem Haus sind unsere tollen Mitarbeiter, die wir haben, die auf Augenhöhe mit unseren Teilnehmern ganz toll zusammenarbeiten, sie begleiten, sie qualifizieren und durch ihre sozialen Kompetenzen einen guten Weg in die Welt zeigen. Mir hat das gefallen, dass man, ja, egal wie man ist, dass man immer gut aufgenommen wird und ja, dass einen das nicht stört, ob man mal ein bisschen lauter, leiser verdreht ist. Also wir haben hier überwiegend geistig behinderte Menschen, die hier, weil sie auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt keinen Platz finden, bei uns qualifiziert werden und anschließend in Arbeitsbereiche arbeiten. Wir werden den BGW Gesundheitspreis gewinnen, weil wir so eine tolle Mannschaft sind, weil hier so tolle Menschen arbeiten und zusammenarbeiten und weil wir ganz viele kreative, tolle Ideen haben und glauben, dass wir hier etwas bewirkt haben im Bereich der Qualifizierung für Menschen mit Behinderung. Herr Münzebrock, wir haben ganz viele tolle Menschen und wir machen ganz viele tolle Sachen. Jetzt weiß ich aber, dass Sie vor allem eins auch machen, nämlich Haltungsseminare. Was lernt man denn da? Naja, uns war es wichtig, dass unsere Mitarbeiter sich über ihre Haltung irgendwo bewusst werden. Und vor allen Dingen auch, die Seminare sind so gestaltet, dass auch andere sie in ihrer Haltung erleben dürfen. Das heißt also, dass sie auch eine Rückmeldung bekommen, wie sie eigentlich auf andere Menschen wirken. Und das hat bei uns ganz viele Dinge aufgedeckt und auch ganz viele Möglichkeiten gezeigt, wo wir noch aktiv werden wollen und müssen. Das ist großartig. Und was würden Sie sagen, was schweißt die Mitarbeitenden zusammen? Ich habe so gespürt, es gibt so einen Teamgeist. Ja, es gibt einen Teamgeist. Also das, was... Ich nenne das immer so, bei uns im Betrieb gibt es eine bestimmte Grundzufriedenheit, die aber in der letzten Zeit häufig durch eine, ich nenne das denn, Situationszufriedenheit unterbrochen wird. Das heißt also, man fährt morgens zur Arbeit und da kommt schon der erste Autofahrer, dann bin ich schon in meiner Situationszufriedenheit und alles, was dann noch kommt, kann nur noch böse enden. Und ich glaube, dass nicht nur bei uns, sondern auch in vielen Einrichtungen häufig diese Grundzufriedenheit so ein bisschen gebröckelt hat in den letzten Jahren. Und unsere Aufgabe ist es, wieder dort etwas mehr Grundzufriedenheit zu stiften und auch Möglichkeiten zu geben. Und das war eben halt auch mit diesen Haltungsseminaren ein so ein Projekt, wo wir versuchen, Menschen wieder zusammenzuführen und das Arbeiten Lust machen darf und nicht eine Last sein soll. Vielen Dank. Wunderbar. Danke erstmal den 5 Finalisten. Wenn man Finalisten hat, wenn man Bewerber hat, braucht man auch eine Jury. Und die hat eine ganz schwere Aufgabe, nämlich auszuwählen. Die Jury für den BGW Gesundheitspreis besteht aus 4 Menschen. 2 aus der Seite der Arbeitgeber, 2 aus der Seite der Arbeitnehmer und zwar aus den beiden großen Gremien, der Vertreterversammlung und des Vorstandes. Ich freue mich, dass zugeschaltet sind 2 Menschen aus der Jury, nämlich einmal Frau Michaela Belz für die Arbeitgeberseite und Herr Kurt Höke für die Arbeitnehmerseite. Herzlich willkommen zu unserem Gespräch und dieser Preisverleihung. Eine erste Frage an Herrn Höke. Die Auswahl der Jurymitglieder fand ja nun tatsächlich während der Pandemie statt und das hat die Arbeit vermutlich sehr stark verändert. Können Sie uns erzählen, wie war das dieses Jahr? Ja, das kann ich gerne. Wir hatten eigentlich 2 Unwägbarkeiten. Das war einmal, wie Sie schon angesprochen hatten, die Corona-Pandemie. Wie wirkt sich das auf die Betriebe und damit natürlich auch auf die Bewerbungsmotivation aus? Und die zweite Unwägbarkeit war, dass wir das Bewerbungsverfahren auf ein Online-Bewerbungsverfahren umgestellt haben. Und ein Zwischenstand war dann, dass unsere Befürchtung, dass sich das negativ auswirkte, dass sich das bestätigt, da eine gewisse Zögerlichkeit doch zu verspüren war. Wir haben dann miteinander besprochen, dass vielleicht noch Mailing-Maßnahmen stattfinden sollen und haben auch den Präventionsdienst gebeten, eine Direktansprache an möglicherweise an mögliche Kandidaten zu machen. Und
im Ergebnis hat es dann tatsächlich dazu geführt, dass sie sich mehr beworben haben als in vergangenen Gesundheitspreisen, die in der Behindertenhilfe vergeben wurden. Also insoweit war das dann schon sehr hilfreich. Und ganz kurz noch zum Online-Bewerbungsverfahren. Das war uns dann als Jury auch eine große Hilfe, weil dadurch schon im Vorfeld durch sogenannte K.O.-Fragen Bewerber ausgeschlossen werden konnten, die eigentlich zu einer ganz anderen Branche gehören. Ich verstehe zwar nicht, wie das passieren kann, dass man sich in der falschen Branche bewirbt, aber das hat uns dann einfach die Arbeit erleichtert und wir hoffen auch, dass bei den Bewerbern dadurch die Arbeit erleichtert wurde, sich mit diesen ausführlichen Fragebögen zu beschäftigen. Vielen Dank. Frau Belz, das Bewerbungsverfahren online ganz neu umgestellt. Eines der wichtigsten Dinge in der Vergangenheit war nach der Vorauswahl dann die Auditwoche, wo die Betriebe, wo die Unternehmen besucht wurden und man sich einen sehr unmittelbaren, direkten, persönlichen Kontakt verschaffen konnte. Auch das war anders. Wie haben Sie es hinbekommen, sich doch den Bewerbern so zu nähern, dass Sie einen guten Eindruck von denen haben? Ja, also die Schwierigkeit war tatsächlich, dass wir eben nicht vor Ort kommen konnten. Das war wirklich sehr schade, weil dadurch schon einiges verloren geht. Und deswegen haben wir dann umgestellt auf Online-Präsentationen. Und vorab, vor der Online-Präsentation, haben uns die Finalisten noch ein Exposé zur Verfügung gestellt, wo wir nochmal auf bestimmte Themen eingehen wollten. Also unter anderem hat uns dann als Jury auch interessiert, nochmal explizit, wie sind die Finalisten auch mit der Corona-Pandemie umgegangen. Wir haben gefragt, ob es möglich war, eine Stellungnahme des Betriebsarztes oder der Fachkraft für Arbeitssicherheit uns mitzuschicken. Ja, und ein bisschen Platz natürlich für die persönliche Gestaltung war auch noch. Ja, und dann kam die Online-Präsentation. Und da hatten die Bewerber dann die Möglichkeit, frei zu gestalten, wie sie diese Zeit nutzen. Also es war ein Zeitbudget vorgegeben. Wir als Jury hatten dann noch die Möglichkeit, auch in einem gewissen Zeitrahmen auch Nachfragen zu stellen, in die Diskussion zu gehen. Aber ja, der persönliche Eindruck, das Unmittelbare, das fehlt eben dennoch. Und ja, die Stimmung und die Atmosphäre in der Einrichtung, die lassen sich einfach über eine Online-Präsentation nicht so erfahren, wie das jetzt sicherlich vor Ort möglich gewesen wäre. Ja, die Finalisten haben das auch sehr unterschiedlich gestaltet, die jeweiligen Online-Präsentationen. Und auch das hat sicherlich dann vielleicht nochmal die Jury beeinflusst, sowohl im Positiven, vielleicht auch im Negativen, auch, ja, wie es vielleicht dann auch vor Ort gewesen wäre. Und interessanterweise war es dann tatsächlich in der Jury, ohne jetzt irgendwas vorwegzugreifen, dass wir uns doch alle sehr einig waren bezüglich des ersten Platzes. Wunderbar. Also Sie haben hoffentlich einen guten Eindruck bekommen, trotz dieses Online-Formates. Herr Höke, wenn ich mir das so alles anhöre, so ein Bewerbungsverfahren ist doch ganz schön aufwendig. Deswegen vermute ich eigentlich, dass es doch sehr große Unternehmen sind, die sagen, wir begeben uns in den Wettkampf, weil es doch Ressourcen bindet. Gibt es gute Gründe auch für ein Kleinunternehmen oder Kleinstunternehmen? Einer der Finalisten hat 80 Mitarbeitende, sich für den Gesundheitspreis der BGW zu bewerben? Ich denke ja. Zum einen, und das treibt mich als Gewerkschafter um, und das sollte Ansporn, denke ich, sein, dass der Arbeitsschutzstandard in Klein- und Kleinstunternehmen ständig in der Kritik steht und die vorgeschriebene Gefährdungsbeurteilung eigentlich sehr mangelhaft umgesetzt wird. Ich habe mir noch Zahlen besorgt von der Abteilung Unternehmerbetreuung. Herzlichen Dank an die Abteilung. Ich habe mir mal angeguckt, wie viele Menschen eigentlich bei der BGW versichert sind. Das sind 8,5 Millionen Menschen. Das ist ja schon eine erhebliche Zahl und davon sind mehr als 3,3 Millionen Menschen in Klein- und Kleinstbetrieben. Also auch das ist eine erhebliche Zahl. Und wenn ich das dann verbinde mit Zahlen, die sich aus einem Feldversuch ergeben haben, nämlich dass
in 44% der Unternehmen, der Klein- und Kleinstunternehmen, nur eine Gefährdungsbeurteilung umgesetzt wird. Und eigentlich muss man sie seit 1996 umsetzen. Heißt das in der Konsequenz, dass immerhin 1,8 Millionen Versicherte ohne den Schutz einer Gefährdungsbeurteilung arbeiten. Und ich denke, das ist nicht akzeptabel. Deswegen ist für mich das wirklich ein Plädoyer an die Klein- und Kleinstunternehmen, hier also nachzulegen. Und ich denke, dass es für die kleinen Unternehmen schon erheblich schwieriger ist, Arbeitsschutzstandards umzusetzen. Denn in der Regel haben sie, nicht die Infrastruktur und vielleicht auch nicht die Möglichkeit, den Haushalt entsprechend umzuschichten oder auch umfangreiche Netzwerke zu betreiben, zum Beispiel mit Krankenkassen. Ich denke, dass das sich auch auswirkt, warum sich Kleinunternehmen da schwer tun. Und andererseits müssen wir in der Jury, denke ich, da sich ja auch, und es haben sich immerhin 7 Betriebe beworben aus dem Bereich der Klein- und Kleinstunternehmen, dass diese Besonderheiten wir dann auch in der Auswertung der Fragebögen berücksichtigen müssen. Wie wir das tun, das ist noch offen, aber ich denke, das ist zwingend, um eigentlich der Situation von Klein- und Kleinstbetrieb gerecht zu werden. Allerdings müssen wir darüber in der Jury auch noch Einigkeit erzielen. Ja, vielen Dank. Ich drücke ein bisschen auf die Tube, deswegen würde ich gerne wissen, Frau Belz, da sitzen die Finalisten. Gibt es 3 Wünsche? Eigentlich sind die ja am Ziel ihrer Wünsche angekommen. Die haben eigentlich alles, die sind hier im Finale. Aber gibt es vielleicht 3 Dinge, es können auch 2 sein, die Sie den Finalisten noch wünschen? Ja, 3 Dinge weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall ist ganz wichtig, einfach dranbleiben an dem Thema. Es ist, glaube ich, gerade ganz wichtig, weiterhin da zum Thema BGM gute und kreative Ideen zu entwickeln. Was die Mitarbeiter allein jetzt in den letzten 1,5 Jahren während Corona geleistet haben, das ist unfassbar. Und ich denke, mit dem Thema Gesundheitsmanagement, da kann man auch wirklich so ein bisschen was wieder zurückgeben. Und man sieht einfach, wie wichtig das Thema Gesundheit, psychische und physische Gesundheit ist und auch weiterhin noch an Wichtigkeit wahrscheinlich gewinnt. Ja, und von daher ist ganz wichtig, dran zu bleiben an dem Thema. Und ich hoffe auch, dass die Finalisten vielleicht auch ein Ansporn sind für andere Einrichtungen, sich auf den Weg zu machen und da vielleicht auch als Vorbild fungieren. Vielen Dank. Herr Höcke, letzte Frage und jetzt vielleicht nur einen einzigen Punkt. Es gibt 42 Bewerbungen, 5 Finalisten haben wir hier. Es gibt noch viele Menschen, die sich nicht beworben haben, viele Unternehmen. Gibt es etwas, was Sie sich von denen wünschen als Jury? Also ich muss doch 2 Punkte sagen. Der eine ist ganz kurz, am Ball bleiben. Das sagte meine Kollegin schon gerade, Frau Welz. Und das zweite ist, ich würde gerne mit auf den Weg geben, einmal Mut zur Teilnahme von besonders von kleinen Unternehmen. Ich denke, das kann auch von Erfolg gekrönt sein und eine stärkere Einbindung der betrieblichen Interessenvertretung, denn die kann durch Betriebs- und Dienstvereinbarung die Nachhaltigkeit von BGM-Maßnahmen und auch des BEM sicherstellen. Das wäre so meine Botschaft. Vielen Dank an die Jury. Vielen Dank, dass Sie sich die ganze Arbeit gemacht haben. Das war doch ein ganz schön großes Stück und ein völlig neues Online-Verfahren entwickelt haben. Ich glaube, es hat doch zu einer guten Beurteilung, zu guten Einblicken in die Bewerbung geführt. Und jetzt kommen wir zur Preisverleihung. Die Preisverleihung des BGW Gesundheitspreises, jetzt verdrechsel ich schon wieder die Worte, des Gesundheitspreises wird von 2 außergewöhnlich talentierten Menschen vorgenommen. 2 Männer, die heute hier als Duo agieren. Der eine ist meisterhaft im Umgang mit Worten und mit Gegenständen. Der andere ist meisterhaft im Umgang mit Menschen
und mit Geld. Okay, mit Worten kann er auch ganz gut umgehen. Der andere, das ist der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der BGW, Jörg Schuttmann, der nachher die Laudatio halten wird. Und der eine ist ein außergewöhnlicher Künstler. Heißen Sie herzlich mit mir willkommen, Timo Wopp. Da komme ich hier mal ins Bild. Hallo, 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 guten Tag. Ich darf jetzt eher quasi als Lunte für das Feuerwerk, das Herr Schuttmann gleich mit den Preisträgern und ihrer Freude abfeuern wird, ja, so ein bisschen Lunte spielen, euch ein bisschen eingrooven. Ich darf jetzt Comedy machen. Ihr merkt es schon an meiner Verunsicherung. Ich darf jetzt Comedy machen, ohne dass ich eure Zuschauerreaktion da draußen habe. Also Ninia Lagrande hat es eigentlich gestern schon wunderbar gesagt. Comedy machen ohne Zuschauerreaktion ist so ein bisschen Veränderungsprozesse zu gestalten, ohne Menschen mitzunehmen. Also insofern, es ist eine Übung in absoluter Sinnlosigkeit, die wir jetzt hier machen. Wobei, wir haben ein bisschen Live-Publikum hier. Also ihr seid hier herzlich eingeladen, gerade als Preisträger, auch mal zu lachen, auch mal zu lachen. Natürlich auch zu Hause nur Corona-konform. Also lachen bitte nur in die Armbeuge, die ganz fitten in die Kniekehle. Ist ja auch mutig, jetzt hier mit Comedy in diesen Preis rein zu starten. Und mutig ist, glaube ich, auch das, was ganz gut zusammenfasst, was alle Projekte hier so auszeichnet. Nicht nur die Preisträger, auch alle, die vorgestellt worden sind, sind mutig. Mutig gewesen, Sachen anders zu machen, mutig gewesen, sich dieser Herausforderung Corona zu stellen, trotzdem Neues zu probieren, kreativ zu sein. Und ich glaube, das Thema Mut soll vor allem auch durch meine Person hier so ein bisschen in die Preisverleihung reingetragen werden, weil ich finde es wirklich mutig, einen Kabarettisten zu verpflichten, den da draußen von euch, von Ihnen wahrscheinlich überhaupt keiner kennt. Aber das ist super, weil jetzt erwartet ihr auch nichts. Guck mal, wenn das mit mir jetzt richtig schweinegeil wird, werdet ihr alle sagen, ist ja Wahnsinn, hätte ich echt nicht erwartet. Wenn es richtig in die Hose geht, werdet ihr alle sagen, ist ja auch kein Wunder, denn kannte auch keine Sau. Also absolute Win-Win-Situation. Das ist diese emotionale Agilität. Nicht sofort bewerten, sondern einfach mal zu sagen, oh, den Typen gucke ich mir mal an, finde ich interessant. Wenn so eine Verordnung ein Arm vorher reingeht, die man am nächsten Tag in der Einrichtung schon umsetzen muss, nicht gleich sagen, die finde ich gut, die finde ich schlecht. Oh, die finde ich interessant. Und ich weiß auch, und das durfte ich mitverfolgen, die Herausforderungen in der Behindertenhilfe werden immer komplexer. Gestern im Plenum von Rainer Schmidt hat das wunderbar auf den Punkt gebracht. Eigentlich sind die drei großen Herausforderungen Bundesteilhabegesetz, natürlich Personalmangel und Digitalisierung. Im Prinzip üben sie sich seit der Corona-Pandemie die ganze Zeit in, wir nennen es immer, organisationale Ambidextrie, also Beidhändigkeit, auch individuell. Man muss eigentlich immer zwei Sachen gleichzeitig im Blick haben, mindestens, meistens sogar drei oder vier. Digitalisierung, neue Corona-Verordnung, trotzdem die Pflege der Behinderten weiter vorantreiben, die gut zu leisten. Ihre Herausforderungen sind ganz schön komplex, weil und der erste Preisträger und damit quasi ja der Drittplatzierte, der hat es eben geschafft, nicht nur systematisch den Arbeitsschutz zu verbessern, nein, er hat auch ein proaktives Gesundheitsmanagement vorangetrieben. Aber dazu kann ich gar nicht so viel sagen. Dafür brauchen wir natürlich den Fachmann und deswegen in Hinführung zu dem Drittplatzierten, Herr Schuttmann. Viel Spaß. Ja, Timo Wopp, vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Ich habe jetzt die große Freude, aus dem Kreis der Finalisten die drei Preisträger zu nennen und wir beginnen mit dem dritten Platz, mit dem dritten Preis. Die Jury, das haben wir gerade gehört, hat sich die Bewerbungen genau angeschaut. Wir sprechen jetzt über ein Unternehmen, das schnell der Jury auffiel, denn dort gibt es ein gutes System beim Arbeitsschutz und bei der Förderung der Gesundheit. Ein Rad greift dort ins andere, so könnte man sagen. Der dritte Preis geht an eine Werkstatt für Menschen mit Behinderungen. Was genau macht sie so besonders, dass sie den dritten Platz erringen konnte? Es gibt einen Steuerkreis für das betriebliche Gesundheitsmanagement. Dieser Kreis legt fest, was beim Thema Gesundheit im Betrieb am wichtigsten ist. Er schaut auch, was vielleicht nicht gemacht werden kann oder was zurückgestellt werden muss. Und dann wird in Arbeitskreisen das konkrete Vorgehen ausgearbeitet. Zum Beispiel beim Thema Sucht. Wie kann man Sucht verhindern? Oder ein anderes Thema sind Konflikte. Wie kann man mit Konflikten umgehen und wie können wir sie gut auflösen? Zu den verschiedenen Themen gibt es viele Betriebsvereinbarungen. Sie gelten für alle und sagen, was zu tun ist. Das ist für die Jury vorbildlich.
Und auch bei den besonderen Herausforderungen handelt der Betrieb mit System. Zum Beispiel beim Thema Gewalt am Arbeitsplatz. Sie soll verhindert werden und das Personal soll unterstützt werden. Deshalb wurden im Betrieb Trainerinnen und Trainer ausgebildet. Und es gibt ein umfassendes Konzept für Schulungen zur Deeskalation, also zum Vorbeugen von Gewalt und zum Entschärfen einer kritischen Situation. Die Situation soll sich nicht hochschaukeln, bis etwas passiert, sondern sie soll beruhigt werden. Falls aber doch etwas passieren sollte, sind kollegiale Erstbetreuer schnell vor Ort. Diese Menschen leisten Unterstützung, wenn jemand angegriffen wurde. Im Betrieb nutzt man aber nicht nur das eigene Fachwissen zur Gesundheit am Arbeitsplatz, man holt sich auch Unterstützung von außen. So hat zum Beispiel die BGW den Aufbau des betrieblichen Gesundheitsmanagements in dem Betrieb begleitet. Jedes Jahr wird das BGW-Betriebsbarometer eingesetzt. Das ist ein Angebot, um herauszufinden, wie geht es den Mitarbeitenden und was brauchen sie. Eine Maßnahme hat die Jury für den BGW-Gesundheitspreis besonders beeindruckt. Im Verbandbuch werden nicht nur Verletzungen erfasst, es können auch psychische Beeinträchtigungen und Belastungen eingetragen werden. Das Unternehmen ist damit Vorreiter auch für andere. Das gilt auch für die Umsetzung des Verbandsbuchs. Es ist kein Buch, das man in die Hand nimmt, es ist digital. Und so können alle Mitarbeitenden immer leicht darauf zugreifen, jederzeit und, das ist wichtig, an jedem Ort. Der dritte Platz, meine Damen und Herren, und damit ein Preisgeld von immerhin 10.000 Euro gehen an die Westmittelfränkische Lebenshilfe Werkstätten GmbH. Freuen Sie sich mit mir. Herzlichen Glückwunsch und Gratulation für diese tolle Leistung. Gratulation. Wenn Sie mögen, haben Sie hier ein Mikrofon. Ja. Sie dürfen gerne auch noch mal in die Luft springen. Oder? Ja, absolut. In die Luft springen. Erst mal was sagen. Also, es ist natürlich eine ganz tolle Sache. Wir haben uns das erste Mal beworben. Und dass wir jetzt heute hier stehen, also überhaupt hier stehen dürfen, bei den Nominierten und dann gleich den dritten Preis zu gewinnen, das ist ja einfach eine tolle Leistung. Neben mir steht die Frau Pfeiffer, die bei uns das betriebliche Gesundheitsmanagement macht, aber wir sind hier nur zwei Personen. Hinter uns stehen ganz, ganz viele, die jetzt alle zuschauen und diese ganz vielen und das Vorbereitungsteam, an denen geht unser Dank nach Ansbach, nach Feuchtwangen, nach Bad Windsheim, alle, die jetzt zuschauen, das ist eigentlich nicht unser Preis von uns beiden, sondern das ist ihr Preis, den Sie alle gemeinsam gewonnen haben. Herzlichen Dank nach Ansbach, Feuchtwangen und Bad Windsheim und die Mitarbeiter und die Beschäftigten in unserer Einrichtung. Vielen Dank, Herr Bögelein. Und Frau Pfeiffer, das ist Ihr Abschlussapplaus. Vielen Dank. Ich nehme das Mikrofon an mich. Okay. Wunderbar. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Glückwunsch. Genau. Und ich gehe nach hier und mache wieder meinem kabarettistischen Lieblingsredner Platz. Lieber Rainer, und ich komme von hier und übernehme. Ja, es wurde vorhin schon in den Talks ein bisschen angekündigt. Manchmal schaffen eben auch Kleine ganz, ganz Großes. Und das ist erstaunlich bei den komplexen Herausforderungen, die ich gerade versucht habe darzustellen. Das ist manchmal möglich, wenn man eben auch ein klares Ziel vor Augen hat. Und oft macht es Sinn, die eigenen Ziele mal zu visualisieren, sie nicht nur klar zu verbalisieren, sondern ja, so ein Bild davon zu haben, weil dann ist ich hoffe, das war beeindruckend genug, weil sehr beeindruckend war auch der zweite Platz und der wird natürlich angekündigt von Herrn Schuttenmann, der es überlebt hat. Viel Spaß.
Timo Wopp, vielen Dank, meine Damen und Herren an den Bildschirmen. Sie merken, die Stimmung steigt und die Spannung steigt auf. Und wir werden bestens hingeführt durch Timo Wopp. Und ich darf Ihnen jetzt die Laudatio für den zweiten Preis vortragen. Für einen hervorragenden Arbeitsschutz, meine Damen und Herren, sind viele Anforderungen zu erfüllen. Größere Betriebe, darüber haben wir vorhin gesprochen, tun sich damit oft leichter als kleinere Betriebe. Darum ist das Ergebnis für den zweiten Platz besonders bemerkenswert. Es geht an ein Unternehmen mit weniger als 100 Mitarbeitenden. Es ist im Vergleich zu anderen also eher klein. Schon die Bewerbungsunterlagen des Inklusionsbetriebes überzeugten. Sie machten deutlich, hier wird vorbildlich präventiv gehandelt. Das heißt, man tut viel dafür, dass alle gesund bleiben. Wenn jemand neu in das Unternehmen kommt, findet innerhalb von 4 Wochen eine Begleitung und Begehung am Arbeitsplatz statt. Es wird also geschaut, ob alles in Ordnung ist. Wenn nicht, werden zum Beispiel der Schreibtisch, die Tastatur oder die Beleuchtung an den Menschen und die konkrete Tätigkeit angepasst. So, dass es für diese Person genau richtig ist. Das reicht aber nicht immer. Es gibt viele Situationen, die sich so nicht planen und vorbereiten lassen. Und dann muss flexibel reagiert werden. Ein Beispiel dafür hat das Unternehmen schon in der Bewerbung geschildert. Einmal im Sommer war es extrem heiß und die Abteilungen Gartenbau und Maler arbeiten grundsätzlich im Freien. Für sie wurden wegen der großen Hitze ganz schnell die Arbeitszeiten angepasst und in die Morgenstunden oder in die Abendstunden verlegt. Außerdem wurden für alle Menschen im Betrieb Kopfbedeckungen und Sonnenschutzmittel organisiert. Auch gesunde Ernährung ist dem Betrieb sehr wichtig. Die Küche in diesem Unternehmen hat mehrfach eine Auszeichnung dafür erhalten. Es ist das Zertifikat Job und Fit der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Der Küchenchef ist Mitglied in der Projektgruppe für das betriebliche Gesundheitsmanagement. Er ist also immer dabei, wenn es um die Gesundheit bei der Arbeit geht. Das Unternehmen richtet den Blick aber nicht nur nach innen. Es schaut auch nach außen und übernimmt gesellschaftliche Verantwortung. Im Blickpunkt steht das Thema psychische Gesundheit und psychische Störungen. Darüber wird seit mehr als 20 Jahren öffentlich informiert. Zum Beispiel in der regionalen Tageszeitung, in der hausinternen Zeitung sowie im Internet. Mit den Berichten soll die Öffentlichkeit aufgeklärt werden. Denn Betroffene sollen nicht ausgegrenzt oder negativ dargestellt werden. Die Jury für den BGW-Gesundheitspreis hat sich das alles ganz genau angeschaut und die Jury ist überzeugt. Das Unternehmen ist ein hervorragendes Beispiel. Es zeigt, dass man nicht groß sein muss, um einen vorbildlichen Arbeitsschutz umzusetzen und Großes zu leisten. Auch kleinere Unternehmen können viel erreichen. In diesem Betrieb stimmen die Grundlagen. Darüber hinaus ist der Einsatz für den Arbeitsschutz sehr lebendig und hat wahrlich eine Auszeichnung und das Preisgeld in Höhe von 15.000 Euro verdient. Meine Damen und Herren, herzliche Gratulation und Anerkennung zum zweiten Platz der Dimetria VDK. Herzlichen Glückwunsch. Gratulation, ich freue mich sehr für Sie. Dankeschön. Glückwunsch. So, jetzt haben Sie noch kein Mikrofon, aber die Freude sieht man Ihnen an. Wollen Sie noch verbal zum Ausdruck bringen? Unbedingt. Sie dürfen. Da ist das Mikro.
Ja, ich bin ein bisschen geblättet, weil ich hätte mit allem gerechnet, aber das nicht. Tatsächlich hatte ich die Befürchtung, dass wir als kleinerer Betrieb, beim Wort Kleinstbetrieb, da stellt es mir ein bisschen immer die Haare auf, aber wir sind einfach dankbar, dass unsere Bemühungen gesehen werden und die sind sehr engagiert und wir haben ein tolles Team. Es ist immer eine Teamleistung und dass das gesehen wird, da danke ich der Jury, aber ich danke mich in erster Linie mal an allen, die beteiligt waren daran, das Ding für uns nach Straubing zu holen. Das ist in erster Linie die Frau Eisenhardt-Rothe, der ich heute schon 2 Sonderurlaubstage versprechen darf. Also nochmal vielen Dank und an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das ist euer Preis. Vielen Dank. Okay. Vielen Dank, Herr Otte. Ich kündige schon mal an, Sie brauchen demnächst einen Dienstwagen. Bestimmt wird es viele Anrufe geben. Erzähl uns mal, was ihr da Besonderes macht. Vielen Dank an den zweiten Preisträger. Danke. Danke. Ich nehme das Mikro an. Okay. Kommen wieder zum dritten Preis. Timo, da bist du schon wieder. Ich bin schon da, weil die Zeit läuft uns ja weg. Wir absolut. Ja pünktlich rausgehen. Ja, mach schnell, du fängst schon an zu schwitzen. Ich mach ganz schnell. Niemand schlägt euch 17 Mal hintereinander. Viel Glück. Nicht schlagen lassen hat sich natürlich der Erste. Platzierte, der nicht in Würde gescheitert ist, sondern voller Würde gewonnen hat. Und wer das ist, das erfahren Sie natürlich von Herrn Schuttmann. Vielen Dank, Timo Wopp. Ja, aber das war eine gute Hinführung und nochmal eine Würdigung von Herrn Timo Wopp für alle Finalisten, die heute hier versammelt sind. Auch wenn wir am Ende nicht 5 Preise, sondern nur 3 vergeben. Ich glaube, insgesamt können alle stolz auf das, was Sie erreicht haben in Ihren Unternehmen sein. Nun, meine Damen und Herren, jetzt also zum absoluten Finale die Laudatio für den ersten Preis. Die Einrichtung, die die Jury am meisten beeindruckt hat. Und wir kommen damit auch zu einer weiteren wichtigen Frage, nämlich, wie kann aus 2 Themen eine Einheit werden? Es geht dabei um die Themen Inklusion und Arbeitsschutz. Und wie lassen sich also diese beiden Themen nun verbinden? Der erste Preisträger hat eine Antwort auf diese Frage gefunden. Vieles daran ist neu und vorbildlich. In diesem Unternehmen werden zum Beispiel die Beschäftigten mit Behinderung zu Hilfskräften in der Arbeitssicherheit ausgebildet. Der Betrieb hat viele Maßnahmen ergriffen. Es sind so viele, dass sie sich hier gar nicht alle aufzählen lassen. Alle Maßnahmen haben aber ein gemeinsames Ziel. Das Ziel ist, Arbeitsschutz und Gesundheit fest im Arbeitsalltag zu verankern. So macht auch das Leitbild deutlich, der Betrieb ist verantwortlich für die Gesundheit aller, die dort arbeiten. Eine Maßnahme sind regelmäßige Fortbildungen für Führungskräfte. Zum Beispiel zur Frage, wie kann man Arbeit so gestalten, dass sie die Gesundheit fördert? Auch Wertschätzung ist ein wichtiges Thema. Das Fortbildungsprogramm für die Menschen im Betrieb hat die Jury für den BGW Gesundheitspreis besonders überzeugt. Für die Fortbildungen gibt es sogar eine hauseigene Akademie. Dort finden viele Seminare und Kurse statt, zum Beispiel zur Gesundheit bei der Arbeit, aber auch zur Gesundheit im privaten Bereich oder zu so wichtigen Themen wie Selbstbehauptung für Frauen. Ein psychologischer Dienst berät die beschäftigten Menschen mit Behinderung. Er steht aber auch allen anderen Mitarbeitenden zur Verfügung. In diesem Unternehmen hat man verstanden, die Arbeit soll gesund und sicher sein. Die Gesundheit soll gefördert werden. Und das geht aber nur, wenn auch drumherum alles stimmt. Der Rahmen muss passen. Auch die Menschen im Betrieb müssen sich entsprechend verhalten. In der Kantine gibt es zum Beispiel gesundes Essen.
Tipps für einen gesunden Alltag erhalten die Mitarbeitenden jeden Monat durch einen gesunden Newsletter. Dem Betrieb ist es wichtig, dass es viele solcher Maßnahmen gibt und dass sie weiterentwickelt werden. Ziele werden gesetzt und diese Ziele sollen auch erreicht werden. Darum kümmert sich eine eigene Steuerungsgruppe. Sie ist für das betriebliche Gesundheitsmanagement zuständig. Sie sorgt dafür, dass es vorangeht. Und damit wird deutlich, meine Damen und Herren, das Unternehmen hat ein umfassendes Konzept. Es überzeugt auf ganzer Linie und sucht seinesgleichen. Dieses Unternehmen hat den Platz ganz oben auf dem Treppchen verdient. Da war sich die Jury einig. Für den tollen Einsatz gibt es den ersten Platz beim BGW Gesundheitspreis und ein Preisgeld in Höhe von 20.000 Euro und nicht zu vergessen einen besonderen Pokal. Meine Damen und Herren, gratulieren Sie mit mir sehr herzlich dem Sankt Vitus Werk zum ersten Platz bei dem BGW Gesundheitspreis 2021. Herzlichen Glückwunsch. Sie nehmen mal den Umschlag, der ist nicht ganz so schwer. Und Sie nehmen den Pokal, der hat schon sein Gewicht. Herzlichen Glückwunsch, tolle Anerkennung, tolle Leistung. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt weiß ich gar nicht, ob Sie noch die Hand frei haben für das Mikrofon. Wir können es Ihnen auch halten. Das ist schon hier. Ja, sollen Sie teilen sich das. Wer spricht? Herr Münzebrock. Sie? Ja. Ja. Also das ist nicht mein Preis, das ist wirklich ein Preis unserer aller Mitarbeiter, Beschäftigten, alle, die bei uns im Betrieb sind, weil auch im Film wurde irgendwo mal der Satz deutlich, so dass wir versuchen, auf Augenhöhe vieles zu regeln. Und das ist uns in der Tat an einigen Stellen gelungen. Wir wissen noch gar nicht selber, wie wir es geschafft haben, aber das ist ein ganz tolles Gefühl. Und wir haben bei uns im Haus, ich habe vorhin am Tisch, ich glaube, wir haben darüber gesprochen, über unsere Qualifizierung, wo unsere behinderten Menschen durch Kammerakkreditierung eine Berufsbezeichnung erlangen können. Und Sie müssen wirklich mal kommen, und ich lade Sie alle herzlich ein, das zu erleben, wenn behinderte Menschen das erste Mal gesehen werden in ihrer Leistungsfähigkeit. Das ist so ein tolles Gefühl und das ist mit meinen Mitarbeitern gelungen und eine davon habe ich hier neben mir stehen. Ihr seid eine ganz tolle Truppe und wir werden erstmal eine dicke Fete machen. Herzlichen Glückwunsch. Das ist ganz großartig. Das ist das Jubiläum des Gesundheitspreises. Der wird dieses Jahr tatsächlich 20 Jahre alt. Das heißt, Sie werden diesen Tag nie vergessen. Nein. Und 20.000 Euro ist eine Menge Geld. Gehen Sie heute Abend feiern. Verpulvern Sie nicht direkt alles auf einmal. Das kann man in Hamburg, nicht wahr? Herzlichen Glückwunsch unserem ersten Preisträger. Dankeschön. Und bleiben Sie hier. Bleiben Sie hier, denn ich bitte jetzt auch die Preisträger für den zweiten und dritten Preis auf die Bühne für ein gemeinsames Foto. Und während Sie nochmal hier zu mir auf die Bühne kommen, darf ich mich bei allen zu... Kommen Sie ruhig schon mal her. Genau, bereiten Sie sich. Wir machen ein schönes Abschlussfoto. Und während Sie auf die Bühne kommen, verrate ich den dazugeschalteten Menschen schon einmal, man kann das, was Sie machen und Sie als Personen besser kennenlernen, nämlich morgen beim Plenum 14 Gesundheitspreis, werden Sie noch mal Ihre Arbeit viel genauer vorstellen. Bis dahin sollten Sie also wissen, warum Sie gewonnen haben. Wir werden Sie noch einmal fragen. Das ist großartig. Also abgucken. Wir sind am Ende angekommen des Nachguckings, genau. Jetzt entlasse ich Sie in eine Pause. Erholen Sie sich, dann geht es weiter in den nächsten Block. Ich bedanke mich bei Ihnen und nochmal einen wunderbaren Schlussapplaus für unsere drei Preisträger und die anderen Finalistinnen.